So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem LS22 Story-Projekt. Wie ihr seht, ich habe den Mischfutterwagen mal ein bisschen vollgeknallt und bin hier schon mal rückwärts reingefahren, nachdem wir unser Einstreuer hier drin stehen lassen haben. Dann werden wir jetzt unseren Tieren gleich mal was zum Fressen geben. Und wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Wir haben ja gesagt, 10:30 Uhr. Das sollte ich am Hof sein, da kommt Udo. Aber, na gut, das schaffen wir auch noch. So, ein bisschen Futter haben wir den jetzt hier mal reingetan. Dann lassen wir die Maschine auch mal hier stehen. Und jetzt ist die Frage, warte mal, habe ich mein Auto noch hier? Jo, doch, das müsste noch hier hinten stehen, oder? Oh ja, perfekt. Nicht, dass Udo hier noch sauer wird. Das muss ja auch nicht sein. Aber Hauptsache, die Tiere haben erstmal ihr Futter, das ist das Wichtigere. Kann hier keiner irgendwas sagen. Ich vernachlässige hier irgendwas. So. Geben wir ein bisschen mehr Gas. Gut, dass hier nicht so viel Verkehr ist. Aber man muss natürlich aufpassen, nicht, dass die Polizei ja doch mal ums Eck rumsteht. So. Da ist ja der Udo schon da. Das ist ja auch was. Moin, Udo. Bist ja schon da. Jo, ich hieß halt so ist im Leben. Jo. Chancen schaffen. Ich glaube, du kannst ja auch schon denken, warum du hier bist, oder? Hab ich irgendwie das falsch gemacht. Nein. Eine Frau angegraben. Na, was? Nein. Ah, schade. Aber. Hätte ich wenigstens eine schöne Nacht überlebt. Naja, wenn ich eine Frau finde, dann stell ich sie dir mal vor. Ach so, okay. Aber. Ja. Du weißt ja, durch das Erbe habe ich ja ein paar Auflagen bekommen. Was du bist, geht zu wenig. Und jein. Ja doch, mit den Sachen, was noch alles offen ist, kann ich jeden Euro brauchen. Aber ich habe natürlich... Knapp 2,50. Nee. Anständiges Angebot. Mit 2,50. Nix. Das wischen die anderen ab. Ne? Ach, der Bederson ist auch da. Nein. Ja. Ich habe halt viele Sachen doppelt. Und okay. Ein paar Sachen müssen einfach weg. Und da wollte ich mit dir jetzt mal durchgehen, dass du dir das mal anguckst und wenn du Zeit hast, drüber schaust. Ja. Und mir dann einfach mal ein Angebot von dem ganzen Mass. Okay, ja. Dann gehen wir mal hier oben mal los. Als erstes muss weg. Ach ja, der Ballenspieß muss raus. Davon habe ich jetzt mittlerweile zwei. CMS, ne? Ja, warte mal, ich kann dir mal ganz kurz sagen. CSZ. Das ist die CSZ. Ballengabe mit verstellbaren Zinken. Ja, okay. Ach du, Fahrzeug schwenkt aus. Sonst haben wir hier die. Oh, wow. Ich bin schon weg. Ich versteck mich. Das ist aber auch ein schöner Ding. Oho. Ja. Ein schöner Ladewagen, ja. Ja. Na, also wie gesagt, der Ballenspieß hier. Dann. Ich glaube, der Landini. Nee, der bleibt wo er ist. Ach, schade. Hier, die Ballengabel kommen wir weg. Der Ballengabel, die Palettengabel. CZ-Palettengabel. Dann hier meine Grünlandwalze hier, mein Kombigerät, Striegelwalze, muss mit weg. Ja. Die APV GK 300.
Ist natürlich volle Ausstattung. Dafür, dass es da keine Vollausstattung gibt, okay. Das ist die Vollausstattung, da ist alles drin. Da ist nichts Wichtiges, also. Dann kommt hier weg der Hänger hier, der Velga. Der muss mit verkauft werden. Oder erstmal Angebot, besser gesagt. Ja. Den brauchen wir noch. Das ist. Bleibt auch mal noch so. Eventuell kommt später mal das Güllefass noch dazu, aber erstmal noch nicht. Was für ein Güllefass denn? Das, was hier hinten steht. Hinter der Halle, das schwarze hier. Hast du schon ein neues? Ich bin da gerade am Verhandeln, sagen wir es mal so. Ach so. Dann müsst... Schöne Traubending hier. Genau, ja. Weg. Nein, alles was Trauben ist, bleibt auf jeden Fall hier. Ja, du kannst auch weg. Dann haben wir den schönen Pöttinger Schwader hier. Siehst ja, der hat auch schon ein bisschen was hinter sich. Ja. Aber der kann mit weg. Ich habe ja einen Schwader. Mhm. Den Ladewagen hier. Der darf auch mit weg. Ja. Dann gehen wir mal kurz hier oben rein. Ich weiß noch nicht, was ich hier oben noch stehen habe. Warte mal. Komm, ne? Ich eile. Meinst du, jeder Zettel kann auch weg? Ja, der kann natürlich auch mit weg. Der ist natürlich noch nicht so alt. Aber zwei brauche ich halt doch nicht. Wie, der ist nicht alt? Der ist nicht das alt. Das Ding hatte war als erstes vor 30, 40 Jahren. Was? Das ist ein neues Gerät, hallo? Neu. Das ist neu. Naja, die Unterlenkerkupplung ganz neu noch. Das ist alles neu. Die hat schon verrötzelt. Dann sehen wir mal hier unten. Also, der Fliegeltieranhänger hier. Ja. Der hat genau eine Fahrt gemacht. Der kam frisch vom Händler. Und deinem Vorgänger noch. Der muss auch schwer ins Herz mit weg. Was macht jetzt mehr Sinn? Macht der Kniesel oder der hier? Ich sag mal. Wer kann mehr? Mehr kann der. Aber. Ich darf den anderen nicht verkaufen, Udo. So, stimmt, aber. Und zwei von denen unterhalte ich nicht. Also muss der hier weg. So, okay, gut. Ich habe ja 2 Jahre Sperre, sonst hätte ich das vielleicht ein bisschen anders ausgetauscht. So, ist ja gut. Dann dieser Mischfutteranhänger. Der Kuhn. Ja, der war bei mir noch nicht einmal im Einsatz. Aber Gott. Muss leider mit weg. Dafür. Guck mal hier. Mal hier Gebrauchsspuren hat der schon. Ja, der hat schon ein paar Gebrauchsspuren. Ich sag ja nicht, dass er neu ist. Ich sag nur, ich hatte ihn noch nicht im Einsatz. Ja. Also, wenn du mir gekauft hast, neu. Nein, dann würde ich das sagen, hol dein Geld zurück, weil ist der echt nicht mehr. Nee. Der Miststreuer. Dave hatte keinen. Weiß ich. Wir hatten keinen Miststreuer, ne? Hat er nicht. Ja. Aber ich sag mal ganz ehrlich. Verkaufen mit. Los. Da muss ich mir noch was anderes überlegen, weil ich sag mal, wenn ich Gülle habe, ich habe die BGA noch. Mit auf die Liste. Und ich glaube, das war's erstmal. Okay, dann. Nein, das war's noch nicht. Udo, das war's noch nicht. Wir müssen noch ganz kurz hoch ans Feld, wenn das okay ist. Welches Feld denn? Ja, hier nach oben. Jo, genau. Zur Bäckerei. Hast du noch Gerätschel stehen? Ja, da oben steht noch mein Traktor mit meinen Mähwerken. So, was soll denn weg? Die Mähwerke oder der Traktor? Die Mähwerke. So. Meine schönen Pöttinger Mähwerke. Die müssen noch mit weg. Weil ich habe ja die Kuhn-Mähwerke.
Bin zwar kleiner, aber ja. Ja. Ich kann nichts dafür. Das ist so. Habe ich hier einen Platz, wo ich vernünftig arbeiten kann und du mit dem Herrn B, das ist nicht im Weg, rumjagst? Ja, ich könnte dir, ich fahre dir das runter. Du kannst da, wo ich das vernünftig besichtigen kann, weißt du, wie ich meine? Das kannst du von mir aus hinter der Halle machen, da wo das Gelöffer steht, wenn du möchtest. Ja, dann würde ich das da gerne tun. Warte mal, dann fahren wir mal das Zeug hier runter. Ja. Eieiei, da hat doch schon wieder irgendeiner mit die Schläuche abgeklemmt. Warte mal. Ohne ist dran. Ich weiß nicht, hier musst du echt aufpassen mittlerweile. Ja. Wenn hier die Spaziergänger vorbeigehen, ist brutal. Schiene werde auch nicht auf der Felde stehen gelassen. Ja, sorry, ich musste weg. Ganz dringend. So, da war ja was, ne? Ich weiß schon. Achtung, da kommt ein Petersen. Da kommt Petersen? Der Petersen muss warten. So, bitte. Ich wusste nicht, wie das bei ihm auf der Höfe ist. Oder der Petersen, der macht das schon. Der ist da ganz, ganz brav. So. Stellen Sie hier ab. Ich würde dann gerne den 500er. 515er nehmen, wenn das möglich ist. Ja, ich lasse das alles mal hier stehen. Ich hole mir bloß schnell noch ein Gerät und zieh mal die Skillerforce weg. Ja, das macht er, dass ich da arbeiten kann. Hast du ganz schön Silage hier? Ja, das ist alles das, was jetzt von den Feldern bei Dave runtergekommen ist. Ja. Weil unten kann ich ja noch nicht einlagern. Da ist ja noch was dran. Das wollte Dave eigentlich auch noch mehr machen, aber... So, warte mal. Fahr ich das mal weg. Ja, gut, dann. Hast du da hinten Platz? Ja, ist gut. Das Ganze noch mal hier auf dem Parkplatz, da muss es eh keiner hin. Udo, ja. Ich lasse den Traktor hier mal stehen, falls du mit dem was holen möchtest. Ja, das brauchst du den Fan hier, den Favorit? Nö, du, die kannst du beide hier lassen. So, gut. Weil ich fahre nochmal runter zum anderen Hof, hol mir da Maschinen und dann helfe ich dem Petersen noch ein bisschen. Ach so, dann, ja, du. Und du kannst mich ja anrufen, wenn du was brauchst. Ja, mach ich schon. Okay. Dann danke dir schon mal. Jo, tschüss. So, fahren wir erstmal weg. Jürgen? Jawohl. Oh, ist gut, du bist im Traktor. Ich fahre jetzt kurz nochmal mit dem Auto runter zum neuen Hof. Ja. Was soll ich denn für Maschinen mitbringen? Brauchen wir einen Schwader gerade oben oder eher noch zum Ladewagen? Ich glaube aktuell, naja, da oben müsste ja noch weiter gemäht werden. Also Mähwerke mitbringen. Ja, und dann bräuchten wir halt einen Schwader irgendwann später. Ja, okay, dann komme ich jetzt als erstes, hole ich mir den Glas unten, pack die Mähwerke dran. Ja. Und dann komme ich hoch, weil dann kann Udo oben am Hof alles besichtigen. Geht doch einiges weg. Muss ich sagen. Das Güllefass habe ich jetzt noch nicht verkauft.
Das, da warten wir noch irgendwas Angebot. Jo. Ich glaube, ich muss noch meinen Trecker irgendwann in eine Wartung geben. Oh, gleich soweit. Zeigt er schon Meldungen an, oder wie? Noch nicht, aber man merkt, dass er ein bisschen nachlässt. Ja, okay, ist natürlich nicht so gut. Ja gut, ich meine hier jetzt, dafür ist halt wieder die Sache, da wären halt kleinere Geräte vielleicht hin und wieder nicht schlecht. Ja. Anstatt hier so ein Monstrum von Ladewagen hier den Mac aufzuzehren. Ja, da hast du allerdings auch wieder recht. Weil unten die erste Einfahrt in das Feld, also da brauche ich gar nicht versuchen, da reinzukommen. Das Thema ist durch. Ich kann nur die obere Einfahrt reinfahren. Ja, gut. Shit. Ja, da unten komme ich. Ich brauche ja mehr Platz, wie der Weg breit ist. Und da ist ja direkt gegenüber wieder ein Zaun. Das funktioniert nicht. Jürgen? Ja. Falls du zufällig mal irgendwo eine Kuh rumlaufen siehst. Ja. Die gehört zu mir. Ich habe nämlich irgendwie nach dem Ausmisten hier unten das Tor offen gelassen. Kleiner Tipp, mach das beim nächsten Mal zu. Ja, definitiv. Definitiv werde ich das tun müssen. Einen Frontlader brauche ich jetzt nicht unbedingt dran haben, wenn ich zum Mähen komme. Na, warte mal, da stehe ich hier vorne weg. Aber ich hätte vorhin tatsächlich nur überlegt, mir noch einen größeren Ladewagen zu kaufen. Echt? Größere wie der Faro? Ja, gut, nicht viel größer. Was gibt's denn da noch so für Auswahl? Ich war irgendwo, mir einen Krone MX zu holen. Mit 33. Krone MX? Mhm. Aber die Frage ist, kommst du damit überhaupt nur überall rein? Oder ist der von der Höhe genauso groß und bloß länger? Der ist ein Stückchen höher. Dann da stoße ich dann an meine Probleme, dann kriege ich den nämlich bei mir in keinen Unterstand mehr rein. Ja gut, der Unterstand ist jetzt mal die Kleinigkeit, aber wie sieht denn das aus mit in den Stall reinkommen? Ja, der steht ja bei mir normalerweise schon im Stall, mein anderer Ladewagen. Also wenn der da nicht in den Unterstand rein, also er passt dann halt auch nicht in den Stall rein. Ah, okay. Ich muss nämlich auch sagen, bei mir ist es auch ein bisschen problematisch mit den Höhen. Alter, ist das Ding speckendreckig. Also der ist zwar nicht viel höher, aber das ist halt, weil ich würde den Wenn dann halt auch mit Abdeckung holen. Mhm. So wie es ja mittlerweile, ne, quasi fast vorgeschrieben ist. Naja, dass halt nichts mehr rausfällt. Gut, die kannst du dann ja auch machen, wenn du reinfährst, aber trotzdem. Aber durch die Abdeckung ist er halt wieder ein Stück höher. Weil die ja nicht ganz gerade aufliegen. Die gucken ja in der Mitte ein bisschen nach oben. Das stimmt, ja. Aber das waren wir dann auch mit teuer. Na ja, gut, das kostet natürlich ein Stückchen. Ja, 113 kostet er. Du Jürgen, was meinst du? Ist das sinnvoll, vor dem Mähen das Mähwerk zu waschen? Wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht so ein bisschen den groben Dreck darunter, dass du das vielleicht nicht auf der Straße verteilst. Nicht, dass hier die Polizei sich dann nachher beschwert. Ja, das meinte ich nämlich gerade, ja. Bisschen den groben Dreck darunter, aber wirklich richtig sauber machen brauchst du es, glaube ich, nicht. Naja, das nicht, aber so wie das hier ausguckt, da hängen ja Erdklumpen dran. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Ding gemäht hat oder Erde geschoben hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, das reicht schon erstmal. Weil nicht, dass ich hier wirklich noch einen auf den Deckel kriege. Und ich finde es schon traurig, dass ich mein schönes Pettinger Mähwerk hergeben muss, ey, ohne Witz. Das war so schöne Maschinen, was ich mir gekauft habe. Was für eins hattest du denn? Das Nova Alpine. Ja, welches von den
drei, gibt ja drei verschiedene Größen. Die mittlere. Das mittlere. Mittlere. Ja, 2,60 Meter. Das, was ich habe, hat 3 Meter. Mhm. Das andere, was du hast. Das Kuhn, was ich jetzt habe, ist auf jeden Fall kleiner. Ich glaube um einen halben Meter oder Meter. Glaube ich gar nicht mal. Nee? Nee. Ich habe gedacht, das Heckmähwerk ist klar. Obwohl, warte mal, das sieht ein bisschen größer aus irgendwie. Jetzt bin ich neugierig. Warte mal, die standen doch hier hinten. Gucken wir doch mal. Ich guck mal schon schnell. Kann ich ja mal nebenhin fahren. Wenn es noch da steht. Ja, da steht das Frontmähwerk. Das ist auf jeden Fall meins kleiner. Ich weiß nicht, wo das Heckmähwerk stehen hat. Warte mal. Da steht's. Oh. Okay. Also das Heckmähwerk ist größer, mein Frontmähwerk wäre nur größer gewesen. Ja, gut. Dann kommt es wahrscheinlich aus gleich heraus. Wahrscheinlich. So, wo bist denn du jetzt eigentlich gerade gewesen mit Mähen? Oder wo muss ich mähen? Ganz oben noch? Wo ich aufgehört habe, oder? Das Stück oben, wo du aufgehört hast, da müsste noch. Ich habe jetzt vorhin nur eben das hier zusammengespartet und bin jetzt gerade dabei, da reinzusammeln. Na okay, dann fahre ich kurz hier hoch. Naja, das hängt mir weg, was. Ich hatte das 4,40 Meter breit, das was du hast, ist 3 Meter, glaube ich. Mhm. Also. Und ob das Frontmähwerk jetzt ein Stück schmaler oder breiter ist, sobald sich das einigermaßen ausgleicht, ist das auch eigentlich erstmal egal. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich habe eigentlich eher gedacht, das ist komplett die kleine Ausführung hier, aber ist wohl nicht so. Nö, sieht nicht danach aus. So, dann gucken wir mal, wie das ganze Ding hier funktioniert. Aber arbeiten tut es echt nicht schlecht. Also das ist schon mal ganz anders Mähbild wie bei mir. Boah, das gefällt. Ja, ich glaube, mein Träger muss bald mal in die Wartung gehen. Also wenn du Luftfilter brauchst, ich habe glaube ich noch einen liegen. Ich glaube nur mit dem Luftfilter. Ich glaube, da steht auch mal der nächste Ölwechsel wieder an. Na jo, das darf man nicht vernachlässigen. Ja, mal gucken. Vielleicht ist auch Getriebeöl noch wieder fällig. Das kann auch sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber da musst du auf jeden Fall mit dem Preis nochmal nachverhandeln bei Uno, weil da langt man ein bisschen zu bei sowas. Ja, schauen wir mal. Ich sag nur, wie er für mein John Deere gesagt hat, die 30.000. Hallo? Und dann wusste er noch nicht einmal, ob Getriebe oder was alles in Ordnung ist. Nur mal der Grundservice, habe ich gesagt. Also jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Das ist ein bisschen steiler Kurs, ja. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich werde mir da definitiv die Sachen bestellen, mal Öl und alles und Filter. Dann werde ich da mal selber dran gucken im Winter. Wenn wirklich was Größeres ist, ja, mein Gott, dann komme ich nicht drum rum, aber für den Service sehe ich das eigentlich nicht ein. Ja, mal gucken. So viele Stunden habe ich auch den gar nicht drauf gefahren. So. Aber ich muss an der Stelle mal sagen, meine Lieben, wie es hier weitergeht. Das seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Däumchen und Kommentar da. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.